So, Questerfolg Sturminsel gefunden. Da sind ja auch schon hier wieder solche Versunkene. Da ist sie, die Sturminsel. Wie lange werden wir hier vor Anker gehen? Das hängt davon ab, ob es auch die richtige Insel ist und ob wir den Lufttempel hier finden. Dann sprich mal mit unserem feinen Druiden und frag ihn. Ja. Der Eldrick. So, da sind wir. Das ist die Sturminsel. Vielleicht finden wir hier den Lufttempel. Schwer zu sagen, von hier aus. Ich müsste die Insel betreten, um sicher zu sein. Nehmen wir das Boot und setzen über. Ja, tun wir das. Schnell. So, Eldrick schließt sich dir an. Dann gucken wir uns das mal eben an hier. Die Luft ist seltsam stickig. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Das werden wir ja bald sehen. Geh voran, ich folge dir. Ja. Mal gucken, da hinten habe ich schon sowas gesehen, hier ist ein Lagerfeuer. So, Questerfolg, Anlegestelle der Sturminsel gefunden. Hier ist ein Grab. Und eine Kiste. So, ein Matrosenring, eine Fackel, 12 Kugeln und 2x Jadestein. Ich meine, diese Insel, die müsste relativ klein sein, ne? Ja, die ist ja noch kleiner als die Insel der Diebe. So, da sind schon die ersten Versunkenen. So, Eldrick. Dann wollen wir uns mal eben hier unseren Weg mal eben frei machen. Vorsichtig. Der Strand hier ist gefährlich. Sieht aus, als hätte Mara hier schon gewütet. Ihre Schergen sind hier überall. Das stimmt mich zuversichtlich. Ach ja? Warum? Wenn sie diese Insel so gut bewacht, hat sie hier auch etwas zu verbergen. Komm, lass uns weitergehen und sehen, was es ist. Das machen wir. Sind noch zwei Versunkene. Ja.
der Eldrick, der haut aber auch ganz gut rein, ne? Also die Äxte nehmen wir auch mit. Da sind gleich drei. So, ich bleib mal erstmal immer hier oben bei der Kante. Da ist schon wieder so eine Flasche. Gucken wir uns mal an. Wir hatten ja hier auch schon eine Flaschenpost ja auch schon mal bekommen von der Sturminsel. Sehen, wie ich die finde. Hier, ne, das war hier sozusagen hier der Brief hier von Cruz. Ja, und jetzt haben wir hier eine neue Flaschenpost noch gefunden. Das ist hier die hier. Der Schatz am Plateau der Sturminsel. Na, siehst du nochmal die Karte? Und das Plateau, das wird wohl dieses hier sein. Und hier ist auch nochmal so eine kleine vorgelagerte Insel. Kommen wir wahrscheinlich nicht drum, aber hier sind wir angekommen. Hier ist so ein Lager. Und hier soll dieser Schatz sein. Ich denke mal, wir gucken uns erstmal hier dieses Lager an. Das müsste in die Richtung sein. Da habe ich doch schon Strandteufel gesehen. Ob hier noch was drauf ist, hier so eine kleine Beere noch, hier eine Nuss. Okay. Ach, da hinten ist hier Kampf. Und noch ein Gargoyle. Oh, Cruz hat dein Schiff gesehen. Ah, nicht gut. Gar nicht gut. Ein Wink des Schicksals. Aber nicht jetzt. Und auch nicht hier. Ja. Wo zum Geier kommst du denn her? Du, Fremder hier. Keiner hat es jemals gewagt, hierher zu kommen. Das ist nicht gut, dass du hier bist. Verstehe. Du bist wohl schon länger hier. Erzähl mir besser mal, wer du bist und was du hier machst. Cruz, der alte Cruz, ist schon lange auf der Insel. Viel zu lange schon.
Dann weißt du sicher, was hier auf der Insel gespielt wird, oder? Kruse hat viel gesehen, viel erlebt. Wilde Zeiten. Die letzten Tage. Wie hast du hier so lange Zeit überlebt? Kruse war schlau. Hat sich gut versteckt. Will nicht als Fischfutter enden. Ich habe deine Flaschenpost gefunden. Was? Oh, das ist schon lange her. Bist du deswegen hierher gekommen? Nein, wegen des Lufttempels. Oh. Aber in dem Brief hast du was von Gold geschrieben. Ja, das hat der alte Kruse. Kennst du einen Kapitän, der einen Ausgesetzten aus Nächstenliebe rettet? Siehst du? Na, wir könnten ihn noch mitnehmen. Das spricht doch nichts dagegen. Wir haben noch Platz genug auf unserem Schiff. Wer hat dich eigentlich hier ausgesetzt? Und wann? Viele Jahre. Kruse ist schon sehr lange hier. War früher einmal Pirat, aber hat vergessen. Viel hat er vergessen. Verstehe, du willst das mir nicht sagen. Kruse verbrachte Jahre des Schweigens. Schon viel gesprochen am heutigen Tag. Sehr anstrengend für Kruse. Ja, rede du nur. Ich krieg das schon noch heraus. Warum sagst du, es ist nicht gut, dass ich hier bin? Sie ist es. Sie hat es gesagt. Sie wird kommen und alles vernichten. Keiner wird ihr entkommen. Nicht gut. Nicht gut. Ah ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Kennst du ein Wesen namens Mara? Bist du des Wahnsinns, ihren Namen so laut auszusprechen? Sie wird es hören. Sie wird dich finden. Sie hat mit dir gesprochen? Nein. Und doch, ja. Die Krakenkönigin ist überall. Ihre Tentakel reichen weit, selbst bis hier ans Ende der Welt. Du bist es, den sie sucht. Du, der ihr gefährlich wird. Ja, jetzt bleib mal locker. Donnerwetter, du hast hier draußen eine ganze Menge mitbekommen. Ja, Kruse ist ganz Ohr. Mara war also hier. Was hat sie hier gemacht? Psst! Sie kam mit einer Armee von ihren Muschelfreunden. Sie haben den leuchtenden Berg angezapft und die spuckenden Hügel überall gebaut. Dann kamen die fliegenden Hunde und verbreiteten diesen ekelhaften Geruch hier auf der Insel. Das Ganze dauerte nur wenige Tage. Es war furchtbar. Fliegende Hunde? Du redest von den Gargoyles. Sie stinken und fauchen, laben sich an dem Licht der spuckenden Hügel. Erzähl mir mehr über diese spuckenden Hügel. Ungefährlich für Kruse, nützlich für die Hunde. Sie sind da und unerschöpflich. Der leuchtende Berg hat noch viel zu geben. Mit Muschelfreunde meinst du diese Kerle aus dem Meer? Ja, einen von ihnen hat sie zum Anführer ernannt. Der General soll aufpassen. Er soll die Brut überwachen. Die Brut der fliegenden Hunde. Sie sollen wachsen und gedeihen. Der General? Den Namen hast du ihm gegeben, oder? Kein Name. Die Krakenkönigin sprach direkt. Sie sagte, du. Und schon fügte sich der schwache Geist dieser Kreatur. Wo ist er jetzt? Der General ging hinauf. Auf den leuchtenden Berg. Von dort aus kontrolliert er den leuchtenden Berg. Verstehe. Neuquest, der General. Wo haben die Gargoyles ihre Nester? Die Hunde legen ihre Eier überall. Sie wollen sich verbreiten. Aber Kruse hat sie gestohlen. Hat Eier versteckt. Du hast Gargoyle-Eier versteckt? Ja. Und er wird sie nicht wieder hervorholen. Zu gefährlich. Ich brauche deine versteckten Eier. Wo sind sie? Nein, niemals.
Kroos wird sie nicht wiederholen. Viel zu gefährlich. Die versteckte Truhe wird für immer geschlossen bleiben. Neue Quest, eine Truhe voller Eier. Unsinn. Was verlangst du für deine versteckten Eier? Kroos muss wieder unter Deck, muss mit anderen Seefahrern sprechen. Wenn das Meer nicht ist. Kroos muss in die Taverne, muss unter Piraten. War schon zu lange weg. Okay, deine Eier gegen eine Passage nach Antigua. Was sagst du dazu? Antigua? Ja, dahin muss Kroos gehen. Schon zu lange war er nicht mehr da. Abgemacht. Die Truhe ist hinter einem großen Felsen. Ein Stück weiter den Strand entlang. Im Osten. Okay, ich werde es schon finden. Danke. Aber vergiss den alten Kroos nicht, ja? Da sind sie, die Gargoyles. Heißt das, dass wir hier richtig sind? Ja, ich denke, das sind wir.